gerade noch gedacht, hoffentlich ist eine Karte in der Kamera. Und guess what? Es war keine Karte mehr in der Kamera. Jungs, Mädels, alles inzwischen und diverses. Und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Nivea und willkommen zu einem neuen Vlog. Keine Energie für das lange Intro heute. Basically, das hier ist eigentlich ein Vlog, wo ich euch auf die Fahrt, die mein Jahrgang immer ganz am Ende der Q4, also vom Ende der 13. Klasse, kurz bevor die Osterferien losgehen und damit auch dann so das Ende unserer Schulzeit ist, mitnehmen werde. Also wir fahren nach Berlin wegen POBI, also Politik und Wirtschaft. Konnte man sich einwählen und wir gucken uns dann den Bundestag an. Das ist der eigentliche Vlog, aber meine Mutter und meine Tante haben sich Lorena McKinnitt geholt. Die sind da irgendwie zwei große Fans. Die ist so eine Folk-Alternativ-spirituelle Künstlerin, die in den 80ern sehr erfolgreich war. Ich mag ihre Musik auch ganz gerne. Könnt ihr auch auf Spotify mal anhören, ist ganz cool. Und ich und mein Onkel wollten da gerne mitfahren. Es war auch immer noch so, dass ich noch so einen Gutschein hatte, dass mein Onkel mir mal einen Konzerteintritt bezahlt. Und deswegen fahren wir da jetzt zusammen hin. Das Konzert ist in Frankfurt. Und ich wollte das einfach auch noch so ein bisschen mitfilmen, diese Experience. Ich wusste nicht, in welchen anderen Vlog ich es groß packen soll. Deswegen dachte ich, wird das jetzt einfach hier so der Prolog für den Berlin-Vlog. Der Rest wird Berlin sein. Ich weiß nicht, ob ich dann danach nochmal irgendwie ein kleines Wrap-up der Tage, wo ich nochmal so ein bisschen reflektiere oder euch ein paar Sachen, die ich gekauft habe, zeige, mache. Ihr werdet viel Berlin-Content sehen. Ich freue mich auf die Fahrt. Das ist das letzte Mal, dass ich wirklich mal über so eine längere Zeit mit ein paar Leuten aus meinem Jahr zusammen bin. Deswegen, ich glaube, das wird cool. Und wir fahren dieses Jahr nicht nach Berlin. Also es wäre das erste Jahr gewesen, abgesehen von den Corona-Jahren, wo ich gar nicht in Berlin bin. Deswegen cool, dass ich so nochmal hinkomme. Und obwohl ich wegen dem Berlin-Marathon, den mein Vater jedes Jahr gelaufen ist, irgendwie schon so 15 Mal in Berlin war, war ich noch nie im Bundestag. Dementsprechend wird Zeit, dass ich da mal hinkomme. Mein Onkel und meine Tante werden gleich kommen und dann fahren wir jetzt erstmal nach Frankfurt, essen da eine Kleinigkeit, gucken uns das Konzert an und sind dann, denke ich mal, um 12 heute Abend wieder zu Hause. Ist aber eigentlich ganz okay, weil der Zug geht ab der Stadt, wo ich in die Schule gehe, erst um 10 vor 9. Das heißt, ich kann da noch ein bisschen länger schlafen, muss nicht irgendwie mit 5 Stunden Schlaf auskommen. Und ja, ich denke, es werden ein paar coole Tage. Ich weiß nicht, wie viel lernen ich werde. Können. Wahrscheinlich nicht so viel. Nevermind. Das wird schon. Das wird schon. Nach dem Essen, das by the way wirklich einfach köstlich war, sind wir dann also in die alte Oper, wo das Konzert stattgefunden hat. Wir hatten Sitzplätze, es gab generell nur Sitzplätze, aber es war trotzdem so eine krasse Experience. Lorena McKinnitt ist mittlerweile schon 65 Jahre alt, aber ihre Stimme klingt noch genauso wie auf den CDs damals. Und dann am nächsten Morgen sind wir eben nach Berlin gefahren. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht, hatten da ungefähr eine Aufenthaltszeit von so 45 Minuten. Ich bin mit ein paar Freundinnen nochmal in Thalia gegangen und wir haben einfach ein bisschen bei Büchern und Neuerscheinungen gestöbert. Und dann um die Mittagszeit waren wir in Berlin. Ich war mit unserem Hostel echt richtig zufrieden. Es war sauber, es war cool, es war ein bisschen punkig. Und dann bin ich mit ein paar Freunden erstmal zum Alexanderplatz gelaufen. Wir waren in Prenzlauer Berg und wir haben uns ein bisschen die Museumsinsel und das Rote Rathaus und eben den Alexanderplatz angeschaut und einfach ein bisschen die Atmosphäre genossen. Und dann später war ich mit drei Freundinnen bei einem asiatischen Restaurant, ich glaube es war vietnamesisch, Hum, wenn das so ausgesprochen wird, essen. Und es war auch wirklich total lecker und dieser Abend war schon ein total schöner Start für den ganzen Trip. Ich weiß gar nicht, wo das alles auf. Und dann später war ich noch mit zwei Freundinnen in einer Sportsbar, wo sie ein Fußballspiel geguckt haben und ich einfach nur für die Vibes da war. Das
Das Frühstück im Hostel war super. Es war komplett vegetarisch, aber sie hatten wirklich eine riesige Auswahl an allem Möglichen. Und unser erster Programmpunkt der Fahrt war am nächsten Morgen Lobby Control. Lobby Control ist ein Verband, der sich in Deutschland für mehr transparenten Lobbyismus einsetzt. Und sie haben uns da an so verschiedenen Spots vorbeigeführt, wo um den Bundestag oben in der Nähe vom Brandenburger Tor Lobbyismusverbände so ihre Sitze haben. Also da ist zum Beispiel der Deutsche Bäckerverbund und sowas. Aber auch die Hauptstadtstudios vom ZDF, wo wir auch durchgehen konnten. Da wird immer MoMA gefilmt. Ja, das war schon irgendwie eine interessante Führung und man hat noch mal so ein bisschen was über Lobbyismus gelernt. Dann bin ich mit zwei Freunden zurück zur Museumsinsel und wir haben uns die Deutsche Nationalgalerie angeschaut. Da hängen ein bisschen Impressionismus und verschiedenste Kunstepochen eigentlich. Teilweise ein bisschen wild durcheinander, aber es waren sehr interessante Werke und ich hatte Spaß, sie mir anzugucken. Unser Gruppenticket hat nur bis 15 Uhr funktioniert, deswegen sind wir dann schon mal in die Richtung gefahren, in der wir uns später ungefähr treffen würden mit der Gruppe und das war der Potsdamer Platz. Wir waren in einem Einkaufszentrum in so einem Food Court essen, sehr zu empfehlen, sehr lecker. Dann waren wir noch ein bisschen shoppen und dann haben wir uns mit der Gruppe im Sony Center getroffen und sind dann zusammen Richtung Bundestag gelaufen, wo wir einen Vortrag zum Bundestag gehört haben. Wir sind beim Holocaust-Denkmal vorbeigekommen, was ich wirklich sehr eindrucksvoll fand. Und waren auch nochmal beim Brandenburger Tor. In dem Vortrag haben wir einfach über den Aufbau des Bundestags gelernt und wie ungefähr die Sitzungen ablaufen und so weiter und so fort. Das war ganz interessant. Und danach konnten wir auch noch auf die Kuppel, wo es mittlerweile dann schon komplett dunkel war. Und es war auch sehr cool, Berlin by Night aus der Kuppel zu sehen. Sind wir nach Hohenschönhausen gefahren. Das ist ein ehemaliges Stasi-Gefängnis, was zu einem Denkmal umgebaut wurde. Ich habe fast nichts darin gefilmt, weil gesagt wurde, man darf zwar Fotos machen, aber sie eigentlich nicht im Internet hochladen. Deswegen nur ein paar ganz kleine Impressionen. Aber ich kann euch das Denkmal auf jeden Fall empfehlen. Die meisten Führungen, die da gemacht werden, sind von Zeitzeugen, die dort selber waren als Häftlinge. Deswegen ist das wirklich sehr eindrucksvoll und zum Teil auch wirklich sehr emotional. Dann war ich mit ein paar Freunden bei Peter Pan. Das ist so eine Berliner Burgerkette. Und wir haben noch in einem Thrift Store ein bisschen geguckt und sind dann zurück zum Hotel gefahren, wo wir ein bisschen gechillt haben. Und dann bin ich abends spontan mit einer Freundin zu einem Konzert gefahren. Sie ist Fan von Antje Schomaker. Ich kannte einen Song von ihr, aber ich habe dann an dem Tag, als sie mich gefragt hat, du, da ist ein Konzert in der Stadt, willst du mich da vielleicht begleiten, schnell ein paar Songs von ihr reingehört und dann war es eigentlich richtig gut für das Konzert. Es war sie da und auch viele andere Künstler aus Berlin, mit denen sie befreundet ist. Das war irgendwo in Kreuzberg, deswegen sind wir dann mit der U-Bahn abends hingefahren, sind noch ein Stück an der Spree und an der Berliner Mauer entlang gegangen, während die Sonne untergegangen ist. Das Wetter war auch richtig schön, es war dann nur ein bisschen kalt und das Konzert war auch echt mega, muss ich sagen. Konzerte sind einfach immer toll. Selbst wenn man die Lieder jetzt nicht so gut kennt, aber highly recommend. Und seit ich da war, habe ich jetzt auch schon öfter mal tatsächlich auch bei Spotify Songs von Antje Schumacher gehört. Ah, ich kann nicht zoomen, doch. Wir
Das war basically das Ende. Während hier jetzt noch ein paar Aufnahmen vom Abfahrtstag entlanglaufen, wollte ich nochmal kurz reflektieren. Die Fahrt hat mir total viel Freude gemacht. Betrachte es mit ein bisschen Herzschmerz, dass es meine letzte Studienfahrt für alle Zeit mehr oder weniger war. Ich weiß, dass mir die Welt immer noch offen steht, aber dieses Klassenfahrtengefühl, das wird einfach nie wieder so richtig da sein und das muss ich, glaube ich, einfach noch so ein bisschen lernen zu akzeptieren. Aber es war ein sehr schönes Ende. Ich möchte mich nochmal bei allen, die mit waren, irgendwie bedanken, weil sie ja irgendwie mit dafür gesorgt haben, dass es so eine schöne Zeit für mich war. Ansonsten vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt bei diesem letzten kleinen Ausflug und habt einfach eine schöne Woche. Ich habe euch alle lieb und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!